besonders, dass Zaur Gasimov bei mir im Studio ist vom Orient-Institut in Istanbul und auch jetzt mit dem Lehrauftrag hier an der Universität in Bonn. Grüße Sie. Ja, also man muss doch mal grundsätzlich fragen, warum eigentlich diese Reise? Die Kanzlerin hat gerade selber gesagt, wegen einer Art symbolischen Unterstützung. Unterstützung für was oder gegen was? Was sagen Sie? Naja, Unterstützung, ich würde das so verstehen, ist erstmal für die Entwicklungen im Bereich der Demokratie und Marktwirtschaft und vor allem, was Georgien anbetrifft, ist der Besuch der Bundeskanzlerin sehr wichtig, ein Signal einfach für die der dortigen Regierung zu geben, dass Deutschland und die EU den Demokratisierungsprozess unterstützt und die weiterhin die Vertiefung und die Feinjustierung der marktwirtschaftlichen Reformen auch bejaht. Lese ich daraus ein bisschen, dass Sie sagen, das geht noch nicht schnell genug und nicht gut genug? Im Falle von Georgien ganz umgekehrt. Georgien hat enorme Fortschritte gemacht im Bereich der Demokratisierung und im Bereich der Transparenz auch, der staatlichen Strukturen, der marktwirtschaftlichen Entwicklung. Aber ich finde es auch sehr wichtig, dass, dass unsere Bundeskanzlerin auch nicht nur nach Georgien, sondern auch nach Armenien und Aserbaidschan reist und somit alle drei Länder besucht, gerade 2018. Das ist ja ein 100. Jubiläum der Staatsgründung im Kaukasus. Es wurden im Mai 1918 wurden ja die Republiken Georgien, Armenien und Aserbaidschan gegründet im Mai. Und gerade jetzt fanden etliche Jubiläen feiern statt. Gut, aber nichtsdestotrotz, die Kanzlerin bleibt da auch in einer gewissen Weise hart, natürlich auch als sozusagen Gesandte Europas und sagt, also NATO erstmal nicht, liebes Georgien, das dauert, wenn, dann noch ziemlich lange. Warum so eine Zurückweisung? Mit Blick auf Russland, mit Rücksicht auf Russland? Mit Sicherheit. Also NATO-Beitritt ist aktuell auch nur für Georgien, also nicht für Armenien und Aserbaidschan. Und das ist das, was wir dann zu lesen haben aus der Botschaft. Einerseits unterstützt Berlin weiterhin die Reformen im Bereich der zivil-militärischen Beziehungen, im wirtschaftlichen Bereich, im politischen Bereich. Man steht auch beratend an der georgischen Seite. Man unterstützt die territoriale Integrität Georgiens. Das hat auch Frau Bundeskanzlerin auch zum Ausdruck gebracht. Die territoriale Integrität. Also man muss ja einfach nochmal sagen, Russland hat ja da zwei Zangen angesetzt in Georgien. Zwei abtrünnige Republiken gibt es. Und ist die Frage, ob es nun abtrünnig oder abgetrennt ist, da sitzt Russland drauf. So sieht es auch aus, so ist es. Nichtsdestotrotz, wie Sie wissen, es fand auch das Treffen zwischen Merkel und Putin statt, gerade vor 10 Tagen. Und Berlin ist der Meinung, dass man den Dialog sowohl mit Moskau führen soll, aber auch gleichzeitig natürlich auch wichtige Signale geben soll vor Ort, dass man weiterhin den Demokratisierungsprozess vertieft und fortsetzt. Aber man hat vielleicht auch so ein bisschen Sorge darum, Präsident Putin da in Moskau weiter zu vergrätzen, indem man beispielsweise immer mehr Signale sendet, dass ein NATO-Bündnis weiter ranrückt, vielleicht auch an seine Grenzen. Wir wissen ja diese Empfindlichkeit in Sachen Ukraine, wo es ja auch solche Begehrlichkeiten gibt oder EU-Mitgliedschaften. Da macht Putin, glaube ich, schon relativ klar, was er will, oder? Aus der Sicht Moskaus ist natürlich die Zusammenarbeit zwischen der NATO und jede Republik aus der ehemaligen Sowjetunion ist erstmal ein Grund, um verdächtig zu werden und um Sorgen zu haben. Andererseits, bis zuletzt gab es auch den Rat zwischen der NATO und Russland. Also Russland hat auch mit der NATO zusammengearbeitet. Ja, das ist ja ein bisschen auf alles gerade. Ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr richtige Haltung der Bundeskanzlerin. Einerseits den Dialog zu Russland weiterhin führen und andererseits aber auch klare Signale zu geben, was nämlich eine Okkupation ist, wird auch so genannt, und weiterhin auch die Region besuchen, mit den Politikern vor Ort sprechen. Ich glaube, das ist eine
Ja. Sie werden eine Lehrveranstaltung geben hier in Bonn, die heißt Sowjetische und russische Politik im Nahen Osten 1918 bis 2008. Das ist schön, das